Was passiert eigentlich, wenn 8 Spieler aus 8 verschiedenen Ligen gegeneinander antreten? Wir haben es getestet. Viel Spaß beim Liga Battle Part 2. Wir sind angekommen im NLZ von Hansa Rostock. Okay, stark, stark, stark. Oh mein Gott, was hat der für eine Ballführung? Oh, schön, rechts auf right. Und der Abschluss hat er. Oh, Team Außenseiter. Oh, was macht er? Oh mein Gott! Genau wie du es gesagt hast. Eventuell der nächste Neymar werden. Ja. Okay, Skillers, das Liga-Battle geht in die zweite Runde. Diesmal sind wir in Hamburg. Wir sind wieder auf dem Fußballplatz und hinter mir stehen 8 Spieler aus 8 verschiedenen Ligen. Unten angefangen bei Carlos hin zu Sahand aus dem LZ von Hansa Rostock. Der Gewinner kriegt Skillers Merch im Wert von 500 Euro. Und ohne viel zu schnacken, wir sind schon spät dran. Let's go zur ersten Challenge. Oh, ich habe eine Sache vergessen. Mein Co-Kommentator für heute. El mejor, Cubanito, was geht ab? Was geht ab, mi gente? Es ist mir eine Ehre, hier dabei zu sein. Auf jeden Fall, schöne, schöne Grüße an alle Zuschauer. Ja, die erste Folge, sehr, sehr geil. Habe ich auch selber als Zuschauer mitgeguckt. Und wir zwei kennen uns ja schon seit 10 Jahren, 12 Jahren. Deshalb bin ich sehr, sehr stolz. Geiles Format, lass gerne ein kostenloses Abo da, ein Like da lassen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Challenge vom Liga Battle. Go! Okay, erste Challenge. Wir haben einen Dribbling-Parcours aufgebaut. Und zwar geht's hier lang. Hier durch, um die Hütchen, so schnell wie es geht. Und hier durch, hier wird die Zeit gestoppt. Dann gibt es einen Schuss. Wenn ihr nicht trefft, gibt es eine Sekunde auf die Zeit aufgeschlagen. Wir haben an der Stelle unseren Torwart. Komm her, stell dich mal ganz kurz vor für die Kamera. Ja, ich bin Egge, ich spiele hier in der U17 Oberliga bei SC Condor und ich bin Torwart. Also ein guter Torwart auch am Start. Und Leute, ohne viel zu schnacken, wir fangen an. Erster Kandidat, Carlos, ist vereinslos. Wir haben heute einen Vereinslosen dabei. Carlos, stell dich kurz vor für die Kamera. Ja, ich bin Carlos, bin heute 16 Jahre alt geworden und bin halt zurzeit vereinslos, aber ja. Suchst du nach einem Verein? Ja, also, auf jeden Fall. An die Scouts da draußen. Scouts. Schaut euch den nochmal an. Erster Kandidat, Carlos. Okay. Ja, geht gut durch. Leute, das ist ein super Tempo. Warum ist der vereinslos? Warum ist der vereinslos? Und stopp! Und macht den! Oh mein Gott! Also Freunde, nächster Kandidat kommt aus der Kreisliga und stell ich mal kurz vor die Kamera. Ich bin Alireza, bin 16 Jahre alt, spiele momentan bei der JSG WNK und ja. Und da geht er ab. Jawohl. Oh Leute, Alter. Kreissieger. Oh mein Gott, was ist das für ein Tempo? Leute, ich glaube, das ist überragend. Jetzt muss er cool bleiben. Oh. Aber trotzdem. 9,73. 9,73 plus 1. Kriegt leider eine Sekunde. 10,73, trotzdem. Trotzdem, stark. Weiter geht's in der Bezirksliga. Neben mir steht ein Junge aus Bremerhaven, ist 2,5 Stunden angereist. Stell dich kurz vor für die Kamera. Ja, also ich bin Bright, bin 15 Jahre alt, spiele noch beim Bremerhaven, JTV Bremerhaven. Und ja. Super. Weiter, egal. Wenn du triffst, kannst du noch was rausholen. Oh, scheiße. Gut, weiter, push. Mach ihn. Oh, getunnelt. Okay. Applaus ist da. Was haben wir für eine Zeit? 14,78. Okay. Wir sind angekommen in der Landesliga. Neben mir steht der Kapitän der SG Breitenburg. Richtig. Diesmal genau. Richtig gesagt. Richtig. Unser Landesliga-Kandidat ist Erik Abraham von der SG Breitenbach. Stell dich kurz vor für die Kamera. Genau. Ich bin Erik Abraham, bin jetzt 16 Jahre alt, spiele in der U17 bei der SG Breitenburg in der Landesliga in Schleswig-Holstein. Genau. Sonst habe ich jetzt in 6 Spielen 7 Tore, 5 Assists. Läuft ganz gut, sind momentan Erster.
habt jetzt ein sehr, sehr geiles Kopfballtor gemacht. Ja. Jetzt hier technisch am Ball. Mal gucken, wie schnell das Wasser macht. 3, 2, 1, go! Jawohl. Wir jetzt. Okay. Weiter. Nicht schön. Zieh durch. Sehr gut, Junge. Sehr gut. Leute, da nimmt er nochmal richtig Tempo auf gegen Ende und macht er ihn. Oh, getunnelt wieder. Stark. Einmal los, komm. Erik. Sehr gut. Was haben wir? 10,44. 10,44 von Erik hier. Knapp sehr stark. Der beste okay. Zeit. Wie geht's? Zweitbeste Zeit. Wir sind angekommen in der Oberliga bei Teutonia Ottensen. Genau. Stell dich kurz vor für die Kamera. Hi, ich bin Sahil. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin, wie gesagt, schon bei Teutonia in der 07er Jahrgang. Vorher beim 1 gegen 1, ne? Rausgeragt mit seiner Technik. Okay. Tempo ist da, Leute. Normalerweise ist er Zentralspieler. Leute, das gefällt mir sehr gut. Nicht schlecht. Ah. Verliert da ein bisschen was Zeit. Was macht er? Okay, was haben wir für eine Zeit? 11, genau. Genau, 11-0. Genau, 11-0. Nächster Kandidat, der neben mir steht, Ehsan Rahimi aus. Ich würde sagen, stell dich einfach mal selber vor für die Kamera. Moin, mein Name ist Ehsan Rahimi, 16 Jahre alt und spiele aktuell bei der U17 von Vorwärts Wacker in Hamburg in der Regionalliga Nord. So ein verschwitzter okay. Dribbler hätte gegen ihn gespielt. Leute, der ist auch cool. Ja. Der ist auch cool. Ja, ja. Das ist überragend. Die Frage ist halt, macht der am Ende auch was so? Oh mein Gott, Leute, was haben wir hier für ein Tempo? Das könnte oh, mein oh, die Beine, aber er trifft nicht. Oh, er regt sich auch auf. Er regt sich auch auf. Aber trotzdem, welche Zeit? 10,32. Leider kriegst du die Sekunde drauf. 11, also 11,32. Trotzdem nicht schlecht, Leute. 11,32 aus der Regionalliga. Wir sind angekommen im NLZ von Hansa Rostock. Sahan, stell dich ganz kurz vor für die Kamera. Ich heiße Sahan, ich bin jetzt bei Hansa Rostock. Und Adrian, das heißt. Ja. Saschenbrecker durch auf Saifi. Und der eisekalt. Also Sahan, der jüngste Spieler hier ist 14 Jahre alt. Oh, okay, stark. Oh mein Gott, was hat der für eine Ballführung? Macht er sehr, sehr gut. Ah, weiter. Doch, der Druck ist zu groß. Ja. Das ist jetzt bitter. Nicht schlimm, macht er ihn. Oh, geht gut vorbei, aber er gehält. Okay, trotzdem gut, Sahan. Er ist halt nervös, 14 Jahre alt. Er ist nervös. Und mal wieder, wie beim letzten Liga-Battle, haben wir einen Spieler dabei, wo man noch nicht weiß, aus welcher Liga ist. Also, wenn ihr ihn seht, dann ratet in den Kommentaren. Ich habe ihn schon beim Aufwärmen gesehen, da kann auf jeden Fall einiges. Aber stell ich unten mal kurz vor für die Kamera ohne Liga und ich bin Adrian und bin 16 Jahre alt und ich bin der Fragezeichen. Was könnte maybe der nächste Neymar werden? 1, go! Ja, Adrian hat ja unnormal beim 1 gegen 1 Battle, was wir vorher aufgenommen haben. Boah. Gezeigt. Was hat der für eine Technik? Zu easy und auch dieser Flow. Dann tranquilo. Oh, Alter! Das ist auch ganz cool. Zeit. Ah, was haben wir für eine Zeit, Alter? 9,79. Leider eine Sekunde drauf, 10,79. Okay, die erste Challenge ist vorbei. Leute, gute Dribblings, ne? Der Abschluss natürlich schwer aufs kleine Tor. Aber wir haben geile Spieler gesehen, geile Kicker, die Jungs haben es drauf. Macht Lust auf mehr und jetzt die Auflösung. Dafür ruhig meinen Kollegen und yes. Mino rein. Schnellster war Carlos mit 10,10. Carlos. Der vereinslose Spieler. Also. Okay, Platz 1, Carlos kriegt damit, Leute, kriegt damit 3 Punkte fürs Battle, okay? Absolut. Ist das nämlich entscheidend? Ja, zweitschnellster ist Ali, nein, Entschuldigung, Erik, 10,44. Erik. Erik, Platz 2 hier. Sehr geil. Und jetzt kommt bekannterweise Ali, Platz 3. Ali, Risa Hassan, ja, Kreisliga, Leute. Also, sehr stark. Ali. Unsere Ligen, die dominieren.
Schweige dem Mino. Okay, Freunde. Das Schöne von dem Format, glaube ich, oder? Das ist das Schöne vom Format. Dass man die Außenseiter zeigen kann, was sie können und sich messen können. Ein Zeitspieler. Genau, das ist ein geiles Format dafür. Genau das ist unser Ziel. Hier soll sich jeder beweisen können. Wir wollen eine Plattform bieten. Und Leute, wir gehen in die nächste Challenge. Let's go! Wir sind angekommen bei der nächsten Challenge. Und zwar machen wir ein 4 gegen 4, klassisches Bolzplatz 4 gegen 4, 5 Minuten pro Seite. Und das Gewinnerteam daraus macht dann 2 gegen 2 und danach kommt wieder ein 1 gegen 1 und das Ganze da hinten im Südcourt. Okay, die Teams haben wir vorher gewählt. Die werdet ihr dann jetzt hier oben eingeblendet sehen. Und ansonsten, hast du noch was zu sagen? Nee, Jungs, bleibt fair, habt Spaß. Seid nicht nervös, auch wenn die Kamera da ist und da sehr viele Zuschauer das Video sehen werden. Ja, enjoy und gebt euch selber nochmal einen Applaus. Okay. Okay, auf die Plätze, fertig und go. Okay, Sahel da im Zweikampf. Das ist echt ein geiles Line-Up hier. Ich finde auch, man merkt gar nicht, dass den Unterschied zwischen den vereinslosen Spielern. Oh, Erik Abraham zeigt hat die Straßenskills. Und jetzt Ali Reza aus dem Iran geflüchtet 2015 und will sich jetzt hier zurückkämpfen. Ist auch mal guter Pass davon. Sehr emotionale Geschichte. Oh. Aus. Okay. Oh, schön von Ali Reza, macht er ihn. Oh. Rück auf Erik. Oh, verliert den Ball. Was kann Sahel machen? Oh, aber nein. Was ich nicht verstehe, aber okay. Sahel, schön da. Heute jetzt entscheidende Phase. 10, 9 und vorbei. Okay, Jungs, ganz kurz, wen haben wir in der Crowd? Fabio Balbier. Fabio, du bist Fabio, ne? Schön, dass du da bist. Du auch? Also, HSV, oder? Habe ich gehört? Ja. Welche Mannschaft? 19, 21. Du bist in der ersten Mannschaft schon? Ja. Wie heißt du? Omar Migit. Okay. Ich kenne Eieieiei. Du musst dich mehr beschäftigen damit, auf jeden Fall. Was sagst du zu den Jungs hier? Sind gute dabei. Ich will aber ein bisschen mehr sehen. Mehr Zweikampf so, aber sonst alles top. Okay, Leute. Also, wir haben es gehört, auch Unterstützung und Zuschauer aus der ersten Mannschaft von Hamburg. Zweite Halbzeit. Hier im 4 gegen 4. Auf die Plätze. Fertig. Los. Go, come on. Oh, der war clean. Oh, Adrian da mit dem Kopfball. Oh ja, schöner Ball. Was macht Adrian? Oh mein Gott, Leute. Ja. Aber schön geblockt. Ja, die blockt den Ball. Nein. Oh mein Gott, Leute. Der ist doch safe Bundesligaspieler, oder? Oh, okay. Also Adrian, ein Mann, den man mal durchaus auf dem Scouting-Zettel haben darf. Ja. Also weiter geht's. Ja. So, jetzt Bright. Okumbobe, unser TikTok-Star. Geht er über links. Oh! Und Abschluss aber. Oh. Bei ihm gefällt mir dieser Tempowechsel. Ich glaube, auf dem großen Platz. Ja, wenn er ist sehr, sehr eklig. Er kann ihn auch nicht mal seinen Speed aufnehmen. Ja, wenn er wirklich mal ins Laufen kommt. Dann wird jetzt sehr, sehr eklig. Oh. So, Gregi, was sagst du? Wer macht das erste Tor? Ich glaube, Adrian, der ist heiß, der Junge, der ist hier groß geworden. Aber hier kommt jetzt Essan mit dem schönen Tempowix, auch wieder geblockt von Sahel. Und Erik mit dem Gegenstoß. Und der Abschluss, aber der ist nicht drin. Okay. Das ist nicht so, dass sie. Aber jetzt ist Adrian frei vorne, kann er machen. Oh! Erstes Tor durch Adrian. Genauso wie du es gesagt hast. Genau wie du es gesagt hast. Eventuell der nächste Neymar werden. Ja. Oh, Leute, ist das das 1-1? Oh! Was für eine Verteidigungstor hat der ja. Der wird ihn wieder verhaut. Was macht er? Oh, schön. Oh, Wechsel. Oh mein Gott, Leute. Mach das selbst. Der ist hier groß geworden. Ja? Man sieht das. Oh. Und Gegenstoß. Und jetzt wieder. Und da ist wieder Adrian. Aber Ege im Tor da. Mit dem schönen Block. Und Erik, der Abwehrchef von Weiß hier. Oh, Leute, ist Sahand. Hat die Technik. Körperlich natürlich mit seinen 14 Jahren. Aber Bright sagt, ich bin Bremer Hafer, Junge. Ich lasse dich hier in Hamburg nicht vorbei. Wir haben. Oh, schöner Pass auf Bright auf rechts. Und Abschluss, aber Keeper hält. Der Schuss war. Und Gegenschutz. Sahand. Einfach. Schöner Touch da. Auch vorne auf Adrian. Und was macht Adrian ab? Vorbei. Oh mein Gott! Ja, ich hab's gesagt, Leute. Wie lange noch? Der Mann könnte der neue. Wir haben noch genau anderthalb Minuten. Anderthalb Minuten für Bund noch aufzuholen. Okay. Sehr
muss sagen, Leute, unser Regionalliga-Fußballer gefällt mir auch richtig gut. Ja, Essan. Essan, genau. Hat Ruhe. Ja, man merkt einfach, dass er ein bisschen abgeklärter ist als die anderen. Das gehört auch dazu. Essan, passt auf. Oh, schöner Ball nach vorne. Oh mein Gott, spielt er? Machen Sie es zu Ende. Ist das die Entscheidung? Das ist nicht das zweite Mal leider. Oh, schön rechts auf Bright. Und der Abschluss hat. Ah. Geht's? Ja, und ihr seht, das ist Härte hier. Ja. Das ist Straße. Das ist Fußstraße. Letzte Minute. Oh ja, es geht weiter. Carlos Franca! Der läuft aber weg, der trinkt mit Trinken. Wer hat ein Spiel? Witzige Story, Spiel fängt eigentlich an. Carlos Franca noch ist irgendwo in der Kabine und sagt, ja, ich will doch trinken. Aber schöner Ball jetzt. Wow. Ist das der Anschlusstreffer? Das ist der Anschlusstreffer! Okay, wie lange noch? Eine halbe Minute. Halbe Minute noch. 30 Sekunden! 30 Sekunden left! Leute, was ein geiles Spiel. Genau sowas brauchen wir. Oh mein Gott, Ball ist nicht aus. Oh, aber Sahand. Oh mein Gott, was macht hier unser NLZ-Spieler? Oh mein Gott, ist das falsch. Oh mein Gott. Wie lange noch? 17 Sekunden. 17 Sekunden. 17 Sekunden. 17 Sekunden. Oh, kann ich dann ins Tribut gehen? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott! Was? Was? Oh mein Gott! Das wär's gewesen! Und fertig! Warte, warte! Nein, warte! Was ist schon? Was ist? Das liegt daran, weil da ist ein Loch im Netz. Ja, ohne viel zu schnacken, wir gehen in 2-2. 2 gegen 2. Wir haben ein Gewinnerteam. Mit Ali, mit Erik, mit Adrian, unserem Fragezeichen. Und Sahand aus dem NLZ ganz oben. Okay, Leute, wir gehen rüber zum Court. Okay, das 4 gegen 4 ist vorbei. Das war krank, oder? Genau das. Hey, ganz kurz, Co-Kommentator eben. Habe ich gar nicht vorgestellt. Komm mal her. Ach so, ja. Also, das ist Mino, auch ein Skillers-Trainer. Hat U15, U16 Nationalmannschaft gespielt. Yes. Und mit wem hast du sozusagen gespielt? Erzähl mal kurz. Dennis Geiger war dabei, Johannes Eggestein. Was viele nicht wissen, Lukas Lemscher war da, ist hier in Hamburg geboren sogar und hat sich dann später für England entschieden. Ganz also viele 98er Jungs, die heute in der Bundesliga spielen. Ja. Also ein Trainer mit großer Kompetenz. Wenn ihr Einzeltraining haben wollt, bei Skillers in Hamburg mit einem guten Jungen, dann hier oben abchecken bitte, ja? Genau hier. Okay, und wir sind angekommen im 2 gegen 2. Ja, wir spielen hier um einiges. Wir spielen hier um den besten Liga-Battle-Kandidat Hamburgs. Und Leute, wir haben die ersten Kandidaten aus der Landesliga. SG Breitenburg, Erik Abraham. Erik, ist das so ein Feld, auf dem du dich wohlfühlst? Oder? Also ich habe schon mal auf dem Feld hier gespielt. Das bockt auf jeden Fall. Ist sehr intensiv und geht ordentlich zur Sache hier. Sehr schön. Okay, Sahand, Hansa Rostock, NLZ. Wie kommt man ins NLZ? Wie wurdest du gescoutet? Erzähl mal. Trainieren, gut spielen, dann kommst du. Haben die dich beim Spiel angesprochen? Ja, nein. Also, die haben E-Mail geschickt. E-Mail geschickt, also Leute. Mir so ein Angebot, man kann sagen. Okay. So, dann Leute, hier zu meiner Linken habe ich Team, sage ich mal, Außenseite, aber der erste hier links. Adrian, du hast die Skills. Sag mal ehrlich, ist es Blut oder machst du auch viel Training? Also von klein aus hatte ich schon diesen Talent. Nun, da war nicht so geprägt, so auf dem, man muss schon viel hartes Training reinsetzen, damit man gut wird auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss ich noch mehr härter trainieren, damit es noch höher geht, damit es noch weiter oben geht. Alright. Und du Ali, was sagst du? Wie werdet ihr jetzt abschneiden hier? Ja, also ich sag mal, inshallah, wir gewinnen. Und ja, ich denke, dass wir gut abschneiden werden. Also Leute, Regeln, 2 Minuten pro Seite, ganz einfach. Beziehungsweise, ja, gibt nicht viel zu sagen. Lasst einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke. Und los geht's. Okay, Leute, 2 gegen 2. Das wird jetzt sehr, sehr intensiv und hier werden wir Beinis sehen, sag ich. Aber dieser Adrian, ein Fragezeichen. Also bitte mal, jetzt mal. Es ist so verschmitzt. Ja, ne? Erik. Aber es geht dann natürlich auch um die Krone vom Liga-Battle, meine Damen und Herren. Ja. Die 2. Episode. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wo wir als nächstes hinkommen sollen, meine Damen und Herren. Ja. So, aber jetzt.
Oh, schön, da die Bande mitgenommen. Oh, aber fast der erste Treffer, okay. Mit Zeit beim Team Außenseiter. Oh, Digga, was hat er für Skills, Alter? Aber Erik natürlich auch körperlich sehr stark. So, Adrian. Adrian Junior Neymar. Das ist unter aus de la Fuente. Oh, schöner Ball. Öffnet das schön das Spiel. Oh, 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 oh mein Gott. Geiles Ding! Kreisliga, Leute, was? Ja, okay. Also, wir haben schon die Highlights gesehen, aber dass der so gut ist. Oh, mein Gott! Schlau, die Bande. Schlau, schön schlau die Bande mitgenommen von Erik Abraham, meine Damen und Herren. Ja. Der Mann, der gestern noch eingeköpft hat, à la Zlatan Ibrahimovic. Und macht das Ding hier rein. Was ist alles noch? So, Neymar. Oi, 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 oi! Gib mir Druck, er kann ihn nicht schnappen. Oh, okay. Ja, ja, ja. Bleib. Adrian da. Schöner Pass von Ali durch die Lücke. Was macht Adrian? Letzten 5 Sekunden und vorbei. Vorbei. Mal gut zu den Zuschauern. Hier, was ist euer Favorit? Adrian. Sagt alle Adrian, alle Crew Adrian. Was sagt ihr? Erik. Okay, seid ihr mit ihm verwandt oder wie? Ich bin seine Schwester, das ist seine Freundin. Ah, alles klar, also Support für Erik ist auch da. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und du, für wen bist du? Natürlich für Adrian. Also, wir haben's. Hier die Adrian-Gang. Freunde. Er hat schon krass performt, unser Fragezeichen. Adrian, ja. Gib mal ein paar Tipps. Die drei besten Spieler aus deiner Liga. Aus meiner Liga? Ja. Ich kenne bis jetzt nur Spieler von meinem Verein. Und die besten Spieler davon sind Len. Ich würde sagen, dass ich mit einer der besten Spieler bin. Und Ben ist auf jeden Fall auch ein guter Spieler. Okay, also du, Len und Ben. Ja. Okay, das war der erste Tipp. Gleich kommt der nächste. Gerne raten. Vamos. Okay, zweite Halbzeit, Leute. Zweite Halbzeit, hier für den Wir sehen direkt, Adrian startet hier. Ja, ja. Er hat sehr, sehr gut. Mhm. Ah, kurz Pause, stark geht's. Und das ist eine Sache, wo ich ehrlich auch sagen muss, ja. Was ich bei Adrian hier unser Fragezeichen sehe. Aber Erik mit der, oh mein Gott! Wie setzt er sich da durch? Aber Erik geht direkt weiter mit Adrian. Und auch der macht den, oh mein Gott! Ah, jawohl! Ja. Okay, Leute, San muss jetzt kurzfristig gehen, hat noch einen Termin, aber ey, Leute, wir machen weiter, dafür ist Esan eingesprungen. Ja, ja, jetzt hoch! Ja! Okay, Esan direkt drin, natürlich frisch, ne? Frisch ist natürlich ein Vorteil. Oh, Leute, Ali Reza gegen Esan. Wieso findet der nicht Adrian? Gut, aber. Ja. Das ist sein Signature-Move. Geht über rechts. Oh, und das ist Tor. Ja, ja. 3-3. 3-3, Leute. 3-3. Stress, 3-3. Erik versucht dann die Bande. Oh. Okay. Stopp. Oh. Vorbei. Okay. 8 Sekunden Nachspielzeit. Let's go. Pass auf! Ja, also bei ihnen ist es zu gefährlich. Ja. Was macht Esan? Weißt du, welcher Beiß mir Esan gibt? Er gibt mir diese Abuli-Beiß. Ja. Esan, ja. Ja. Oh, schön von Erik und hat das Tor! Nein, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Wir haben eine Entscheidung im 2 gegen 2. Erik. Es gewinnen Erik und Esan, der gerade eingesprungen ist für Sand, der leider kurz schon abreisen musste. Ich würde sagen, 1 gegen 1 um den dritten Platz. Leute, halbe Minute pro Seite, 1 gegen 1. Ganz kurz, ganz knackig. Auf geht's. Und fertig und go. Oh, schön über rechts. Und also, wieder ab dem Tango-Streifen und da ist es 1-0. Okay. 1-0, lass einfach durchlaufen, ja, ne? Ja. 1-0, aber Ali Reza will sich das nicht gefallen lassen. Oh, schön mit der Bande und macht das 1-1, okay. 1-1, Ali Reza. Letzten 10. Adrian, 10, 9, 8, 7, 6 und 2-1. 5, 4, 3, 2, 1. 3-1. Der Junge kennt. Okay, Seitenwechsel. Okay. Und letzten 30 Sekunden. Adrian über rechts, aber Ali will sich das nicht hier nehmen lassen. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 3-2, 3-2. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und das war's, okay. Also Leute, Platz 3, komm mal her, hier für die Kamera kurz. Ali Reza Hassani auf Platz 3. Damit ein Punkt in der Zweikampf-Challenge. Sehr stark, super Leistung. Okay, auf die Plätze, fertig und go. Oh, Erik mit dem Kopfball gestern noch, wie du gesagt hast. Ja, gestern das sehr, sehr geiles Kopfball. Geiler Turn. Leute, wir wollen hier Skills sehen, das brauchen wir fürs Video. Oh ja, oh ja, der Streetkicker Ehsan Rahimi. Ist ja auch einer der von den Hamburger Straßenjungs hier connected wurde. Auch schöne Grüße. Schon bei einigen Turnieren mitgemacht. Okay, ruhig bleiben, also da ruhig Erik bleiben. Erik ist halt so, also so eine Maschine. Okay, wechsel, wechsel. Kann ich denn nicht machen? Das sind Emotionen, die gehören dazu, Leute. Ich schaue auch nach hinten, da sind glaube ich sogar auch die Eltern von Erik. Also, ja. Und Freundin, Schwester, glaube ich auch da. Also Erik hat hier vollen Support. Sehr gut. Also Jungs, ready? Ich versuche es fair zu machen. Ja, okay. Er ist zuerst am Ball, aber Erik klaut sich den da. 30 Sekunden, volle Power. Im Finale. Und Erik geht vorbei und kann den machen. Da ist das Tor. Oh mein Gott, Leute. Erik Abraham mit dem 1-0 hier im Finale. 20 Sekunden für Ehsan, um auszugleichen hier im Zweikampffinale. Geht über rechts. Gute Kombination zwischen körperlicher Stärke und Technik. Das ist. Oh, hält das standhaft, der hält stopp, 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 ruhig bleiben. Nochmal. Nein. Ja. Sehr gut. 3, 2, 1 und vorbei. Jawohl, ja. reicht. Jawohl, Jungs. Sehr stark, hier zwei. Sehr gut. Okay, Freunde, also wir haben einen zweiten Platz, wir haben einen ersten Platz. Leute, geiles Battle auf Platz 2. Ehsan Rahimi von Vorwärts Wacker aus der Regionalliga und der Landesliga-Kandidat gewinnt die Zweikampf-Challenge. Es war eine Reise, ne? Hinten geht's los im 4 gegen 4. Was war der Schlüssel am Ende? Sag mal ehrlich, geh mal nicht rein. Einfach der Wille zum Sieg. Okay. Das ist das, was zählt. Leute, er hat gekämpft, wir haben es gesehen. Und die Stärke, ne? Ja. Absolut. Er ist auf jeden Fall ripped. Okay, Leute, wir haben fast alles gesehen. Eine Challenge ist übrig. Hier geht's ums Liga Battle 2.0, Liga Battle Hamburg. Und ich würde sagen, letzte Challenge, let's go. Angekommen bei der letzten Challenge. Hier geht es vor allem um Geschwindigkeit und ein bisschen auch einen Abschluss. Ihr startet hier, okay, geht hier durch, zack, zack, zack. Dann nehmt ihr in der Reihenfolge, in der ihr wollt, einen Schuss aufs Tor. Müsst ihr immer wieder um, die letzte Stange rum und dann zum nächsten Schuss. Und rum und zum letzten Schuss. Nachdem ihr den letzten Schuss gemacht habt, müsst ihr zurücksprinten durch das Hütchentor und hier wird dann die Zeit gestoppt, okay? Auf die Plätze, fertig, los! Also Carlos Branca, okay. Sieht mal sehr gut aus. Oh, okay, erst das nicht drin. Zurück! Ja. Mach Tempo, Junge, komm! Okay, zurück. Komm, push dich, komm! Zieh mal, mach ihn! Mach ihn. Oh, alle drei geil. Okay. Muss ich durch! Ich hab Zufall. 19, 0, 7. So, Ali Chissa. Ganz kurz zu deiner Story. Erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Ja, wie gesagt, ich bin 2015 angekommen, von Iran geflüchtet und ja, auf dem Weg zum Profi. Okay. Und will sich jetzt zurückkämpfen, will über den Fußball Halt finden hier. Und das ist ein Beispiel. Also Leute, Ali Reza. Ali Reza, Papier Außenseiter, aber er hat es bewiesen, ne? Auch in der vorherigen Runde, dass er ein geiler Kicker ist. Der, jawohl, aber er ist scheiße schnell. Oh, zweiter Spiel, jawohl, Junge. Komm. Und durch. Und schau. 12,58. Einmal Applaus hier, komm. Alle. Gute Zeit. Sehr gut. So Leute, nächster Kandidat kommt aus der Bezirksliga von Bremerhaven. Right, deine Schnelligkeit, die ist eine Stärke, oder? Ja. 3, 1, go! Jawohl. Und zieh ab. Und umschalten. Komm, zieh. Bremerhaven, Junge, da stehen viele Leute hinter. Was für eine Parade!
Oh, okay, okay. Oh, aber dieses Tempo ist trotzdem. Da. Trotzdem. 14:20. 14:20, Leute. Okay. Plus 90 Sekunden. Okay, nehmen wir der Landesliga-Kandidat, Gewinner der Zweikampf-Challenge, Erik Abraham. Ist das eine Stärke von dir, Schnelligkeit? Ich denke, meine Schnelligkeit ist über die Jahre definitiv besser geworden. Es gibt, denke ich, hier einige, die definitiv schneller sind als ich, aber ich werde oben mitkämpfen und hier probieren, meine Punkte mitzunehmen. Und worum geht's hier? Einfach umschalten, ne? Wichtig. Ja. Let's go! Go. Jawohl, Erik Abraham hat am meisten Punkte. Oh, erster Fünf, jawohl, zieh, komm. Lass ihn nicht ablegen vor dem Ball. Oh, schießt da fast die die Zuschauer um. Oh, dreht das drin. Komm, stopp. 13,06. Oh mein Gott, Leute. Sehr, sehr gut. Plus ein nicht getroffen. So, Sahel Look auf Instagram. Hast du so deine Story? Hast du irgendwas zu erzählen? Jetzt ist deine Chance. Irgendwas. Ja, und zwar, ich versuche mich wieder reinzukämpfen, weil ich mich vor zwei Saisonen in der Schule durch einen Unfall verletzt habe, einen Metallstachel oben links linken Fuß reinzubekommen. Und ich habe mich auch direkt wieder zurückgekämpft, direkt aber auch gestartet in der Oberliga. Und ja, okay, versuche, dass ich da wieder reinkomme auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Also Sahel, the stage is yours. Ist wichtig. 3, 2, 1, go! Jawohl. Zieh. Okay, erst das drin. Jawohl, Junge. Komm, konzentrier dich. Zweiter ist auch drin. Jawohl. Ey, geh nicht lachlassen im Tor. Okay, dreh. Und schon. 13,58. Leute, wir sind angekommen in der Regionalliga beim SC. Vorwärts Wacker. Wie kam es dazu, dass du in die afghanische Nationalmannschaft eingeladen wurdest? Das ist ganz wild. Ich weiß es selber nicht. Nach einem Spiel habe ich einen Anruf bekommen, ganz unerwartet. Und dann hat der Kaderplaner gesagt, ob ich Zeit habe, dass er mal genau an dem Tag auch vorbeikommt. Kam zu mir nach Hause und hat mir die Zettel gegeben. Ich meinte, ja, du bist beim nächsten Lehrgang dabei. Leute, so schnell kann es gehen. Okay, 3, 2, 1, go! Okay, da geht er ab. Oh Leute, was hat der für ein Tempo? Alter, erster! Egal, immer umschalten, richtig. Man immer wieder, der gibt mir diesen... Oh, egal. Komm. Jawohl, guck mal, wie eng er da um die Stange geht. Oh, egal, stopp! 12,76, eine Minute, eine Sekunde drauf. 13,76, okay. Neben mir steht wieder das Fragezeichen. Adrian Esteban. Adrian, wir haben schon ein, zwei Tipps gehört. Nächster Tipp vielleicht. Was ist denn deine Heimatstadt? Vettel. Vettel ist meine Heimatstadt. Wo hast du vor dem Verein gespielt, wo du jetzt spielst? Bei Eidelstedt. Wie heißt dein Trainer? Alex Weser und Matze. Und jetzt, letzter Tipp, Leute. Sag eine Mannschaft, die unten steht. JTV Oldenburg, glaube ich. Ja? Ja. JTV Oldenburg. Also, Leute, wir haben genug Tipps gehört. Adrian. Letzte Challenge. Adrian. El último. Letzte. Fertig. Los. Jawohl. Tempo. Komm, Adrian. Oh, er gehält da gut. Nicht ablenken vom Ball. Oh, der ist weg. Egal. Komm nochmal, Adrian. Nochmal Tempo. Oh, komm. Zieh. Und stopp. 13,56. Okay, plus anderthalb, Leute. Okay, auf Platz 3 mit einer Zeit von 13,76. Ersan Rahimi, einmal Applaus, Ersan hier, komm. Okay. Erik, 13,36. Und auch Erik wieder stark, auch bei der Schnelligkeit. Der Junge, ein Talent auf jeden Fall. Ist ein Mann für die Zukunft, eventuell, genau. Ne? Mit einer Zeit von 13,36. Applaus, Erik, jawohl. Und Ali, 12,88. Ali Reza aus der Kreisliga, Leute. 12,88 auf Platz 1. Jawohl. Okay, Freunde, das Liga-Battle Hamburg Edition ist vorbei. Kuba, wir haben einige Insights gesehen. Was ist dein Eindruck? Digga, mein Eindruck, wie schon in den letzten Videos, ich finde, das hat es jetzt nochmal getoppt hier. Mhm. Vor allem, ich finde es halt geil, du siehst so den Vergleich zwischen eben Vereinslosen oder einer, wo aus der Kreisliga kommt, wie zum Beispiel den Ali Reza, ne? Der kann sich da messen mit Regionalliga, U-Mannschaftsspieler. Das ist einfach, das ist geil, Mann. Also, geiles Liga. Also, Leute, hier ist das Ergebnis. Auf Platz 3, ein geteilter dritter Platz. Auch zu meiner Linken, vereinslos, aber trotzdem hat sich bewiesen. Ja, moin. Carlos Branca, einmal Applaus für Carlos, komm. Der Junge, alles Chaos da draußen. Hey Carlos, dreh dich mal um. Für dich eine Regenjacke von Skillers. Als Dankeschön, beziehungsweise als kleiner Preis. Dankeschön, ich danke euch. Sehr, sehr gerne. Also, ihr seht's. Carlos hat sich das verdient und wir haben natürlich noch einen zweiten, dritten Platz. Ersan Rahimi von Vorwärts Wacker. Leute, Applaus auch für Ersan. Sehr gut.
Okay, Esan, auch für dich eine Regenjacke von Skillers. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Okay, Leute, auf Platz 2 mit 5 Punkten haben wir Kreisligaspieler. Wer hätte es gedacht? Ali Ressa. Ganz ehrlich, einmal Applaus hier, komm. Er hat mich sehr überrascht, sehr, sehr überrascht. Sehr stark. Ali, für dich habe ich einmal hier den Rucksack und 2 Socken von Skillers. Also Leute, geil, dass du dabei warst, hast dich geil präsentiert und auch an alle Leute, vielleicht zumindest mal Landesliga-Trainer, oder? Lade dir doch mal ein zum Training. Gib dem Jungen eine Chance, ja. Das ist wert. Auf jeden Fall. Okay. Genau, also wir haben ihn gesehen und den Hauptpreis mit, Leute, das ist einiges. Also wir zeigen es einmal hier, ein Pulli, eine Hose, die ich auch anhab. Ein T-Shirt. Und ein Skillers-Set. Und ein Skillers-Set. Leute, einiges an Skillers-Klamotten. Er macht einen Shop auf, wir haben es gehört. Aus der Landesliga, von der SG Breitenburg. Erik Abraham. Jawohl. Siehst du, was man kriegt? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein anstrengendes, aber sehr, sehr geiles Format. Wir sind extra aus München angereist. Wir hatten sehr, sehr geile Spieler dabei. Adrian, komm mal her. Adrian, wir können es auflösen. Der Junge hat sich krass präsentiert. Krasse Highlights haben wir gesehen. Adrian, wo spielst du? Ich spiele bei JVA OBH, bei der U17. In welcher Liga? Niedersachsen-Liga. Willst du jemanden grüßen aus der Mannschaft? Ich grüße Len und Harald. Ich grüße euch. Peace. Also, ihr habt einiges gesehen. Macht bitte die Glocke an, abonniert den Kanal, kommentiert, wer ist euer Favorite, was sind eure Eindrücke. Mino und Kuba, ihr habt das letzte Wort. Lasst uns gerne wissen, welche Stadt wir als nächstes kommen sollen. Und ja, ansonsten top, top Ballers hier am Start. Ihr habt wirklich geil abgerissen, das ist genau das. Und ja, ich kann mich auch nur bedanken. Ja, herzlich willkommen hier in Hamburg. Ich hoffe, ihr kommt nochmal. Vielen Dank an Kuba, vielen Dank an Gregor. Und wir sind out. Let's go.